Heute mal eine Folge aus einem etwas anderen Bereich, aber eine Folge, die mir trotzdem sehr am Herzen liegt. Und zwar heißt die Folge meine Lieblings-Heimkinosünden. Und ein paar Sachen, die tun einem richtig weh. Fangen wir gleich mal mit denen an. Und zwar, jetzt habt ihr euch diesen wunderbaren Flachbildschirm gekauft, alles toll, Full HD, blubber, blubber. Und dann hängt das Ding am DVD-Player, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre. Und zwar über entweder SCART oder analog. Also, allerwichtigstes, schließt jede Signalquelle so weit möglich digital an. Digital an euren Bildschirm. Wenn euer Bildschirm keinen digitalen Eingang hat, habt ihr den falschen gekauft. Tut mir jetzt leid. Digital sind diese lustigen HDMI-Kabel. Habe jetzt gerade keins in der Hand. Ich denke, ihr wisst, was ein HDMI-Kabel ist. Ansonsten könnt ihr es gerne googeln. Also, Signalquellen per HDMI-Kabel anschließen. Wenn eure Signalquelle keinen HDMI-Ausgang hat, zum Beispiel SAT-Receiver. Okay. Ist wahrscheinlich Asbach uralt. Ich würde dann darüber nachdenken, mal einen neuen zu kaufen. Das ist ein Punkt, über den brauchen wir nicht diskutieren. Digitale Signalverarbeitung möglichst durchgehend. Wenn diese digitale Signalverarbeitung unterbrochen wird, bitte fangt langsam an, auf neue Komponenten zu sparen. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber alles andere ist kein Heimkino. Alles andere ist halt, ich gucke ein bisschen fern. Und jetzt kommt gleich die Fraktion, mir reichen 20 Zoll. Das ist völlig okay. Aber dann sagt bitte nicht, dass das ein Heimkino ist, wenn ihr euren 20 Zoll Röhrenbildschirm, Röhrenbildschirm noch mit einem analogen Satellitenreceiver verbunden habt. Wenn ihr es irgendwie geschafft habt, dass der Satellitenreceiver einen analogen Ausgang hat und noch irgendwie schon den neuen digitalen Satellitenfunk kann. Also keine Diskussion. Ich kenne keine analoge Signalquelle, die irgendwas über der PAL-Auflösung kann. Also wenn ihr irgendwo in diesen HD-Ready oder Full-HD-Modus kommen wollt, im Consumer-Bereich gibt es das quasi in analog nicht, außer die paar Komponenten, die einen VGA-Ausgang haben. Das gab es eine Weile lang. Vergiss das einfach. Nächste Riesenkatastrophe, die zum Glück langsam am Sterben ist, das ist dieses wunderbar falsche Bildformat. Und zwar, wieso habe ich den Balken im Bild? Ich habe diesen tollen 16:9 Fernseher gekauft und jetzt habe ich oben und unten diese blöden schwarzen Balken. Das habe ich zahlt, den Bildschirm. Die müssen weg. Da gibt es Zoom-Modi. Oh Gottes Willen. Okay, noch schlimmer. Jetzt habe ich links und rechts diese schwarzen Balken. Die müssen auch weg. Das geht gar nicht. Okay. Wieso, weshalb, warum? Ich möchte jetzt mal gar nicht die Sünden hier verwurschteln, die manchmal die Fernsehsender machen. Dazu komme ich gleich. Das ist noch schlimmer. Also, ein Film, der schwarze Balken hat, der hat eben eine gewisse breite Höhe. Zum Beispiel CinemaScope 2,35 oder 3,7, wie auch immer, 2,3:1 ist halt relativ breit und hoch. Also nicht so hoch. Während eure Fernseher mit 16:9 eben nicht ganz so hoch sind. Das ist wie, wenn ihr ein quadratisches Bild auf einer Postkarte abbilden wolltet. Das wird nie perfekt funktionieren. Ihr werdet entweder links und rechts das füllen müssen mit Weiß oder ihr schneidet euer quadratisches Bild so lang ab, bis es Postkartenformat hat. Dann stimmt das Seitenverhältnis wieder. Dann habt ihr aber vielleicht Onkel Egon den Kopf abgeschnitten. Das ist saublöd. Oder ihr macht Onkel Egon breiter. Also euer quadratisches Bild, nehmen wir an, ihr wolltet das in breit kriegen, das könnt ihr machen. Dann zoomt ihr halt in der Breite, macht es breiter, lasst die Höhe gleich, dann wird Onkel Egon breiter. Und genauso macht es der Fernseher auch. Und das sieht man dann ganz gern, dass dann plötzlich, ja sag mal, das ist irgendwie, sind die komisch. Entweder sehen die alle aus wie Claudia Schiffer oder alle wie der Bulle von Tölz. Scheiße. Nein, das geht gar nicht. Egal welche Zoom-Einstellung ihr in eurem Fernseher gefunden habt, lasst es. Es gibt noch eine, die habe ich mal versucht, 2 Tage lang zu ertragen, und das ist die Zoom-Einstellung, mit der ihr nur den Mittelpunkt des Bildes unverändert lasst und am Rand hin wird das Bild immer mehr aufgezogen. Das hat man früher genommen, um die alten 4:3 Sachen auf 16:9 zu bringen. Das konnte man im Fernseher einstellen. Wenn jemand sich durchs Bild bewegt, wird er immer breiter zum Rand hin. Das geht gar nicht. Leute, ihr müsst damit leben, dass ihr entweder links und rechts Balken habt oder oben und unten. Es gibt nur eine Chance, Kinofilme, die in CinemaScope zum Beispiel sind, ohne schwarze Balken zu kriegen, und das ist, wenn ihr schon einen
einen Fernseher kauft, der CinemaScope-Format hat. Und ihr kommt jetzt auch schon drauf, wo da das Problem ist. Genau, alle 16:9 Sendungen, also Fernsehserien und so weiter. Kommt ihr drauf? Die haben dann woanders Balken. Genau. Ist nicht lösbar. Ich bleibe dabei, ihr müsst versuchen, wenn ihr es irgendwie ernst nehmt. Und ernst nehmen heißt, ihr wollt den Film so sehen, wie der Regisseur wollte, dass ihr ihn seht. Nur darum geht es. Es geht nicht darum, ein möglichst perfektes, in welcher Hinsicht auch immer, Bild zu bekommen oder einen möglichst perfekten Ton, sondern ein Ton und ein Bild, wie der Regisseur wollte, dass ihr ihn seht. Okay. Er wollte übrigens auch nicht, dass ihr Werbung zwischendrin seht. Also fangen wir mal lieber erst gar nicht an. Jetzt gibt es natürlich noch 100.000 andere Filmformate und das Thema, das lassen wir jetzt mal lieber. Also, der Fernseher darf nicht auf irgendwelchen Zoom-Modi stehen. Das wird nichts. Okay, jetzt sind wir aber auch schon beim nächsten Thema. Wenn ihr den Fernseher auspackt, ihr habt ihn jetzt so lalala beim Punkt-Punkt-Punkt-Markt gekauft und packt ihn aus, dann fragt ihr euch meistens im aktuellen Modus, stehe ich in einem Geschäft oder stehe ich zu Hause? Ihr müsst auf jeden Fall zu Hause wählen. Wenn ihr nicht zu Hause wählt, dann stellt ihr diesen Fernseher auf den Modus, in dem er maximal gut aussieht für einen Raum, in dem unglaublich viel Licht von oben kommt und in dem die Leute eh nicht genau hingucken. Das heißt, das ist ein Modus, wo die Helligkeit maximal aufgedreht ist, der Kontrast auch. Und wenn ihr den zu Hause anguckt, sieht es relativ scheiße aus. Okay, also erstmal zu Hause. Auf diesen Modus zu Hause. Und dann, wenn es euch irgendwann mal auffällt, was bei vielen Fernsehern leider die normale Voreinstellung ist, dass zum Beispiel Leute, wenn sie von rechts nach links sich bewegen und eine scharfe Kontrastkante bilden, also haben wir auf sich, was heißt es an und einen dunklen Hintergrund, dass sie entweder einen permanenten, Rand um sich herum haben, dann ist die Schärfe zu hoch eingestellt, oder dass sie sogar etwas hinter sich herziehen, dann hat euer Fernseher irgendwelche lustigen Berechnungen, die ihr Bildverbesserung macht, gemacht, die einfach immer nur Mist sind. Also, wenn ihr die Chance habt und ein bisschen spielen wollt, dann schnappt euch mal ein paar Testvideos, ich verlinke das euch mal. Und allerdings, ich verlinke es euch im Textbeitrag jetzt nicht mitten hier in dem Video, da will ich nämlich zum Herrsch mit diesen ganzen Links in diesen Videos setzen. Ihr müsst einfach mal das Setup eures Fernsehers durchnudeln und nicht verwirren lassen. Böse Zungen sagen ja, dass die Fernseher-Setups so viele Punkte auch haben, damit die Leute immer denken, sie wären selber schuld, wenn das Bild nicht richtig gut aussieht. Schaltet alles ab, was irgendwie mit intelligent zu tun hat, mit Zwischenbildberechnung, mit Bildverbesserung. Warum? Das alles hat vielleicht noch Sinn gemacht, als die Quellen analog waren. Jetzt haben wir aber digital. Es geht. Das, was der Regisseur euch gibt, kommt von einer digitalen Quelle. Wie auch immer ihr das zu Hause jetzt realisiert. Es macht keinen Sinn mehr, hier viel dran zu machen. Bis auf den Teil, den nur der Fernseher für sich wissen kann. Ich sage jetzt Fernseher, ich meine eigentlich Monitor. Denn er weiß zum Beispiel, dies ist rot, das sieht bei mir noch nicht so toll aus, da muss ich noch ein bisschen was dran machen. Okay, auch das hier ist das Thema Farbräume und so weiter, ist ein ganz anderes Thema. Aber alles andere sollte der Fernseher nicht eigenständig verändern. Zwischenbemerkung, auch die Fernsehsender sollten das eigentlich nicht verändern. Aber das war jetzt der Konjunktiv. Wie real ist das? So. Okay, keine Zwischenbildberechnung. Außer ihr mögt das. Das könnt ihr ausprobieren. Zwischenbildberechnung ist ein, gehen wir vom Kinofilm aus. Der Kinofilm besteht aus 24 Bildern pro Sekunde und zwar 24 vollständigen Bildern. Da werden also 24 Bilder aufgenommen, wir reden von früher, auf einen Film übertragen und im Projektor auch so abgespielt. Ein kleines Detail stimmt jetzt nicht, weil er nicht mit 24, es sind auch nicht genau 24, aber 23,9 blubber. Okay, wenn ihr jetzt Zwischenbilder erzeugt, um aus den 24, Klammern 48, sagt es nicht weiter, Bildern zum Beispiel das Doppelte, 96 macht, dann müssen die irgendwo herkommen. Und oft sieht das dann im Fernseher so komisch aus wie eine billige Soap-Opera. Ich habe jetzt extra keine Nationalität dazu gesagt, aber aus bestimmten Ländern sehen diese Soap-Operas, die früher auf Video gedreht waren, so aus. Und deswegen heißt das dann auch Soap-Effekt. Manche Leute stehen da voll drauf. Okay, dann lasst es so. Andere sind der Meinung, bin auch dabei, ich möchte
Wenn der Film mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht wurde, möchte ich auch, dass mein Bildschirm, ich deute auf die Richtung, weil da ist er gerade, auch mit 24 Bildern pro Sekunde sein Bild aktualisiert. Ich gehe jetzt lieber nicht so ganz ins Detail, warum jetzt hier zum Beispiel ein Plasma einen Vorteil gegenüber dem LCD hat, das sind wir jetzt bei Hold-Type-Displays und so weiter, führt zu weit. Ich möchte euch damit aus diesem Kapitel entlassen mit: Der Bildschirm sollte meiner Meinung nach, das ist jetzt kein absolutes Muss, aber das ist meine Meinung, keine Zwischenbilder erzeugen und keine intelligente Bewegungs-Blubber-Blubber-Erkennung, Betonung, Scheißdreck. Auch natürlich keine Schärfe dem Bild hinzufügen. Ein digitales Bild muss nicht nachgeschärft werden, sonst habt ihr diese grässlichen Doppelkanten. Geht gar nicht. Falls ihr es irgendwie geschafft habt, noch eine analoge Quelle an den Fernseher anzuschließen, macht's, ist okay. Macht Sinn. Oder irgendein altes VHS-Videotape. Da könnt ihr auch die DNR, Digital Noise Reduction oder digitale Rauschkorrektur reinmachen, von mir aus. Ein digitales Bild nachher noch zu entrauschen, das ist hirnrissig. Die Regisseure machen, wenn ihr aktuelle Filme anguckt, nachträglich Rauschen rein, das analog aussieht. Abschalten. Digitales Rauschunterdrückung. Abschalten. Schärfe auf Null. Also meistens gibt es eine Neutralregelung. Es sieht schon alles gleich viel besser aus. Und ganz wichtig, vor allem für alle Kollegen, die einen Projektor haben. Obwohl halt, die einen Projektor haben und teilweise, glaube ich, ist es bei den LCDs auch ein Problem. Keine dynamischen Kontrast. Dynamischer Kontrast, das ist diese 10 Milliarden zu 1 Kontrast. Und dann steht bei den Projektoren manchmal so mit einer automatischen Blende. Und was macht das Ding jetzt? Wenn es merkt, es wird relativ dunkel im Bild, dann fährt der nicht jetzt die Lampe runter, sondern er macht eine Blende ein bisschen zu. Dann kommt ein bisschen wenig Licht raus. Und dann kann er, weil der Flüssigkristall, jetzt bei LCDs zum Beispiel, nur eine gewisse Maximum-Minimum an Helligkeit erzeugen kann, also eine gewisse Dynamik hat, macht er einfach das Bild dunkler. Wo ist das Problem? Eigentlich ist die Idee ja nicht dumm. Man sagt, das Bild wird insgesamt dunkler, also mache ich quasi meine Lampe dunkler. Und wenn ich es wieder heller brauche, mache ich auch die Lampe heller. Problem, das dauert. Und wenn man das mal gesehen hat, was dann passiert? Wenn ihr es einmal gesehen habt, das kriegt ihr nicht mehr weg. Da habt ihr, was weiß ich, irgendeine dunkle Nachtszene und aus irgendeinem Grund, was weiß ich, läuft jemand mit der Taschenlampe durchs Bild, wuff, pumpt der Projektor plötzlich die Helligkeit hoch. Und nach einer gewissen Zeit, wenn die Szene wieder dunkler wird, zieht er sie wieder zurück. Das sieht exkremental mästig aus. Geht gar nicht. Also, lasst lieber dieses 10.000 zu 1 sein, schaltet es ab. 24p, 50p, 60p. Jammern auf hohem Niveau. Warum Kinofilme eigentlich im Fernsehen und von DVD überhaupt nicht funktionieren? Kinofilme kommen, wir hatten das vorher schon mal, mit 24 Bildern pro Sekunde. Fernsehen hat, wer weiß es? Genau, da quält noch die Frage, in Deutschland 50, in Analogzeiten Halbbilder pro Sekunde und in Amerika 60 Halbbilder pro Sekunde. Halbbilder, das lasse ich jetzt lieber. Ein DVD, und das hängt tatsächlich am Medium, das ist unglaublich, weil man hat all diesen Scheiß so definiert. DVD kann keine 24 Bilder pro Sekunde. Jetzt müsste die berechtigte Frage kommen, ja Moment, aber im Fernsehen kommen viele Kinofilme. Wenn du recht hast, dann kann das doch nicht gehen. Doch, das geht. Kommt jemand drauf, ne? Also, es geht. Und zwar, wenn man bei, nehmen wir an, wir wären bei 25 Bilder pro Sekunde bei einem Kinofilm, nehmen wir mal an, dann könnte man im Fernsehen prima damit leben, weil das ist einfach in Deutschland 2 zu 1. Man könnte sagen, oh, ich nehme dieses Halbbild, in dem Fall beim Kino, ich nehme dieses Vollbild zweimal. Ich habe 24 Bilder pro Sekunde, nehme jedes zweimal. Schön zeitlich Nachfolge, passt. Jetzt, ich weiß die Frage, ja, genau, es sind nur 24. Das ist scheißegal, sagt da der Herr RTL oder Sat1. Wir lassen den Film schneller laufen. Und zwar um 4%. Hat es jemand nachgerechnet? Das stimmt. Es ist wirklich so. Die Filme laufen schneller. Man hat es sogar früher mal im Kino gemacht, wenn man den Film kürzer haben wollte, weil er überlang war. Dann hat man den einfach mit nicht schneller laufen lassen.
Jetzt gibt es übrigens eine hochinteressante Diskussion, die reiße ich jetzt gar nicht, die reiße ich jetzt wirklich nur an, genau. Da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen, was mit der Tonhöhe der Stimmen passiert. Damit lasse ich euch jetzt allein, weil das ist ein tiefer Abgrund in das Thema MP3 und Fourier-Analyse und was weiß ich. Und tatsächlich bin ich mir nicht sicher, was passiert. Ich bleibe dabei, die reden nur schneller und nicht höher. Es gibt Leute, die fachkundig das Gegenteil beweisen können. Ich bin offen für Leute, die mich korrigieren. Ich wollte schon mal, schreibt es in die Kommentare. So, hier, ja, genau. Okay, das war jetzt die Erklärung, warum Fernsehen und DVDs schon allein aufgrund ihrer Bildwiederholrate den Kinofilm nicht richtig wiedergeben. Aber ich gebe zu, es fällt niemand auf. Deswegen sind wir jetzt auch in meiner Liste schon weiter unten bei den Sachen, die man beachten sollte, aber die jetzt keine Killer sind. Je weiter ihr es in meinem Gelaber ausgehalten habt, desto härter seid ihr drauf. Ah, Overscan. Das Thema Overscan ist ein Thema voller Missverständnisse. Je nachdem, wie ihr eure Medien wiedergebt, müsst ihr das testen. Meistens könnt ihr euch nicht ganz sicher sein. Es gibt Testbilder, auch die, zu denen habe ich einen Beitrag. Wenn ihr zum Beispiel einen Modus habt, wo ihr Bilder anzeigen könnt, dann könnt ihr euch ein Testbild laden. Und so, jetzt nochmal zurück, was ist Overscan? Overscan war gut dafür, weil es im analogen Fernsehen, Moment, mal schauen, da oben, wo das, kurz bevor das Bild angefangen hat, da gab es so eine Zeile, die so flackerig war. Manche Leute kennen das noch. Manchmal sieht man es auch in Filmen noch, dass da oben so eine flackerige Zeile ist. Bei Videos ist da entweder der Timecode, das ist also digital kodiert mit weißen und schwarzen Fleckern, oder früher war da der Videotext. Und weil diese Austastlücke eigentlich nicht sichtbar sein sollte, hat man gesagt, die Bildröhre ist so schlecht. Jetzt machen wir das Bild einfach 5% größer. Also wir zoomen rein etwas in das Bild und dann verschwindet dieser Rand oben und unten. Also wenn ihr euch das Bild vorstellt, wie es aufgenommen wurde, so, dann hat man das einfach ein bisschen größer gemacht. Overscan. Und es ist genauso schrecklich, wie ihr jetzt vermutet. Das macht bis heute jeder Fernseher immer noch, den ich in der Hand hatte und konfigurieren wollte. Er sagt es euch nicht. Und ihr werdet es meistens auch nicht merken, deswegen sind wir in der Liste auch weiter unten. Ihr verliert aber immerhin immer ein paar Prozent Bild. Und das ist nicht das Schlimmste, sondern, wie mal jemand sagte, der sich gut mit Video auskennt, es sind bei jedem Bild 2 Millionen Bildpunkte auf der Suche nach einer neuen Heimat. Denn der Fernseher rechnet tatsächlich jeden Bildpunkt um. Bei vielen Fernsehern gibt es einen Modus, der sich dann auch wirklich Overscan nennt. Wo ihr wirklich gucken könnt. Ah, Overscan, abschalten. Manche nennen das auch anders. Just Scan. One-to-one Scan. Das ist immer das, was ihr haben wollt. Wenn ihr nicht sicher seid, wie gesagt, es gibt Testvideos. Wenn ihr irgendeine Chance habt, ein Videofile wiederzugeben, dann versucht das mal. Und dann seht ihr plötzlich ein Testbild, wo ihr den äußeren Rahmen sehen müsst. Und dann seht ihr so Markierungen. Und dann, ups, ich habe ja Bild verloren eigentlich. So, jetzt haben wir schon mal die Hauptvideothemen durch. Sind wir fertig, oder? Neu. Kino zu Hause ist auf jeden Fall nicht Flachbildschirm, 2 Zentimeter tief mit den 2 eingebauten Lautsprechern. Und dann jetzt, ich weiß, ich werde jetzt gleich wieder hören, mir reicht es. Ja, dann okay, passt, kein Problem. Nur, seid euch klar, dass der Ton mehr Einfluss hat, als ihr denkt. Es gibt einige Filme, wo man das wunderbar demonstrieren kann. Zum Beispiel sogar Sin City, meiner Meinung nach, ist völlig anders, wenn ihr den aus einem 30 cm Fernseher mit einem Lautsprecher anhört, wie auf einem 60 Zoll mit Subwoofer und 5.1 System. Probiert es aus. Ihr braucht mir ja nichts glauben, das ist okay. Also, das Thema Sound ist ein Problem. Wenn ihr irgendeine Chance habt, gebt euch nicht mit den beiden Lautsprechern im Fernseher zufrieden. Es sind viele Varianten meiner Meinung nach okay. Es gibt da so lustige Soundbars, die mit 3 Lautsprechern auskommen. Das ist okay. Es ist auch, damit ich jetzt nicht falsch verstanden werde, sonst kriege ich wieder die Hate-Mails. Es ist auch völlig okay, wenn ihr sagt, mir reicht das. Nur, seid euch bewusst, dass viel, viel mehr geht und das auch gar nicht mehr so teuer ist. Jetzt zum Optimum. Meiner Meinung nach, es gehört für mich ein separater Verstärker dazwischen, also ein AV-Receiver, der digital das Bild bekommt und den Ton und das Bild zum Fernseher liefert und eben der Verstärker für die Lautsprecher ist. Hat den Vorteil. Ihr werdet diesen AV-Receiver irgendwann wechseln. Glaubt es mir.
die schrauben dauernd irgendwelche neuen Normen. Deswegen muss es auch nicht der teuerste sein. Ich würde sogar fast sagen, nehmt das Auslaufmodell, weil jetzt gerade die neuen Tonformate mit den Dolby Atmos und so weiter, ne? Weil die neuen Audioformate rauskommen, nehmt ein Auslaufmodell, kauft gescheite Lautsprecher. Am besten so in dem Bereich, wo ihr es euch leisten könnt. Wenn eure Nachbarn nicht rebellieren oder eure Untermieter, besorgt euch einen Subwoofer. Am liebsten würde ich es am ehesten so machen. Nehmt einen Film, den ihr gut kennt und den ihr mögt. Probiert ihn mal mit und ohne Subwoofer. Nehmt euch einen Händler, wo ihr den Spaß bestellen und wieder zurückschicken könnt. Ihr kennt die üblichen Verdächtigen. Ich könnte Teufel, Nubert oder sonst irgendwas sagen. Ist nicht ganz günstig, aber ihr könnt das Zeug ausprobieren. Und ihr könnt dann sagen, der Subwoofer, der bringt mir nichts. Okay. Aber dann habt ihr es probiert. Ihr braucht zwar keine 5.1. Nicht unbedingt. Ihr könnt zum Beispiel lange überlegen, ob ihr den Sensor braucht. Je nachdem, wie weit eure Lautsprecher auseinander sind. Da kann man darüber diskutieren. Aber, und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Ihr müsst Dolby Digital und DTS dekodieren können. Ich setze noch einen drauf, also die ganzen HD-Formate, DTS, HD, Blubber, Master, Digital Audio, Gedöns. Also euer V-Receiver sollte eigentlich nur das Video durchschleifen und euer Videorekorder oder, Video, habe ich jetzt Videorekorder gesagt, Gottes Willen, euer Blu-ray-Player, HD-Recorder oder Streamer sollte ein Bitstream-Modus, heißt das, beherrschen, indem er einfach die digitalen Audiodaten rausschiebt. Und zwar zum AV-Receiver und der soll sich drum kümmern. Nicht dieses ganze Downmixen auf Stereo und Mist. Wenn ihr eine gescheite Anlage habt, dann schaut auch, dass euer Setup stimmt, dass euer Media Player am besten ein Bild auch bei Kinofilmen in 24p, nicht i, p, Progressive, raus kann und dass das Audio direkt rauskommt und nicht durch irgendwelche bescheuerten Decoder läuft oder downgemixt wird. Und wenn ihr das jetzt alles so weit habt, wenn ihr jetzt bis jetzt durchgehalten habt, dann müsst ihr jetzt ganz stark sein. Wenn ihr auf 4K gehen wollt, 4K, also 4K eigentlich falsch, ne? Eigentlich ist es Ultra HD und Ultra HD heißt es, weil es nicht 4000 Spalten im Bild sind, sondern 1920 mal 2 sind 3840. Ja, es ist so bescheuert, egal. Und falls ihr das wollt, könnt ihr nochmal von vorne anfangen. Und ihr solltet es Stand heute, wir haben gerade Oktober 2015, lassen. Weil, ihr könnt es jetzt abschalten, wenn ihr irgendwo bei 2017 seid, könnt ihr jetzt abschalten, weil das Einzige, was bleibt, ist euer Kabel und eure Lautsprecher. Denn genialerweise braucht ihr natürlich ein HDMI-Stecker mit einem HDMI-Anschluss, sagen wir mal Anschluss, der nach der Norm 2.0 funktioniert, aber jetzt hat das HDMI-Konsortium beschlossen, jo, das ist wie bei Fluch der Karibik mit Palais, ne? Das ist mir so eine Empfehlung, weil das sagt jetzt noch nicht, dass ihr auch HDCP 2.2 habt. Und HDCP ist der Kopierschutz, den die großartige Filmindustrie erfunden hat und der so sicher sein muss, so sicher wie der letzte Kopierschutz war, Sarcasm. Dieser Kopierschutz muss in die Hardware des Chips eingegossen sein und den gibt es noch nicht lang. Wenn ihr das nicht drin habt, dann kann euer neuer Blu-ray-Player mit dem neuen AV-Receiver möglicherweise nicht über die geschlossene Kopierschutzkette kommunizieren und der AV-Receiver auch nicht mit dem Fernseher. Das ist ein Riesenmist im Moment. Auch können nicht alle Fernseher, die UHD sich schimpfen, mit allen Daten umgehen. Denn UHD beinhaltet mehr. UHD beinhaltet eigentlich die Möglichkeit eines erweiterten Farbraums und HDR, also einen höheren Dynamikumfang. Das heißt, das Bild kann an einigen Stellen heller und dunkler, also der Kontrast zwischen heller und dunkler ist größer. Es gibt es aber noch nicht. Ihr habt also eine gute Chance, wenn ihr jetzt irgendwas in 4K kauft, dass das irgendwann später mit irgendwas nicht funktionieren wird. Wir denken an HD Ready. Noch Fragen, Kienzle? Gute Nacht, ich gehe jetzt einen Film gucken.